Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ganz egal, wann ihr uns hört. Herzlich willkommen zum TSV Walmdorf Team Talk. Ja, der Team Talk, das Format gab es schon mal in Corona-Zeiten, jetzt sozusagen der Team Talk 2.0. Wir werden alle nicht jünger, deswegen auch nicht mehr als Videoformat, sondern nur noch als Audio-Podcast. Und wer wir sind, das sind insgesamt drei Personen: einmal Bessem Lamari, unser sportlicher Leiter. Und einmal Michael Bachmann, der für Finanzen und Verwaltung beim TSV Weilimdorf verantwortlich ist. Hallo zusammen. Hallo Daniel. Daniel, hallo. Ja, mit dem Teamtalk 2.0 haben wir gesagt, wollen wir so ein bisschen einen Einblick geben in die Welt des TSV Weilimdorf. Vor allem das Thema Futsal wollen wir natürlich anschneiden, aber auch alles, was so drumherum liegt. Und mal schauen, in welchem Rhythmus wir das Ganze machen werden. Und wie das Ganze Anklang findet. Aber heute starten wir erstmal und würde sagen, weil die Leute uns noch nicht so gut kennen, vielleicht der ein oder andere kennt uns von den Spieltagen oder von den Auswärtsfahrten, aber für alle eine kurze Vorstellungsrunde und würde sagen: Micha, fang mal du an, sag mal kurz, wer bist du und warum bist du hier? Ja, ich bin hier, weil ich mehr oder weniger den Futsal im, beim TSV Weilendorf im implementiert habe. Ja, ich bin 54 Jahre alt, Vater von drei wunderbaren Kindern, auf die ich heute mal nicht aufpassen muss, und ähm, beim TSV in Funktion von Spielleiter oder ähnliches seit 2001, davor als Spieler, aber im, im organisatorischen Bereich seit 2001. Wunderbar, schön, dass du mit dabei bist. Und dann haben wir den zweiten Mann an meiner anderen Seite, Bessem. Herzlich willkommen, stell dich mal vor. Ja, hallo Daniel, danke, dass ich dabei sein darf zuallererst. Ja, ähm, ich bin Bessem Lamari. Ich bin seit äh, letztem Jahr Januar, also seit Januar 23, der sportliche Leiter im Bereich Futsal beim TSV Weidendorf Und... Ähm, ich bin Unternehmer in der Stadt Stuttgart äh, in der Gastronomie. Und eigentlich bin ich fanatisch zum Futsal wegen dem Micha. Ich bin beim TSV Weimendorf schon seit meiner Jugend. Und äh, der Micha hat mich in meiner aktiven Zeit durch ähm, das ein oder andere Hallenturnier mit der Futsalerfahrung in Vermittlung gebracht. Ja, wunderbar. Und seitdem haben wir auch gemeinsam viel erlebt. Noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Nötzold. Vielleicht kennt mich der ein oder andere durch die Stimme. Ich bin Hallensprecher und Moderator beim TSV Walmdorf und kümmere mich so ein bisschen organisatorisch mit vielen anderen Menschen drumherum, dass der Futsalspielbetrieb bei uns beim TSV Weimdorf läuft. Ja, du hattest es oder ihr beide habt es ja jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Der Weg zum Futsal, wie war denn der? Micha, mach du noch mal vielleicht da einen kurzen Ausflug also der weg zum futsal bei uns beim tsv weil im dorf begann 2006 ähm, der WEV hat da die vereine eingeladen äh, um sich da mal ähm, ja, sich mit der sportart äh, auseinanderzusetzen hat er turniere veranstaltet ähm, wir haben dann 2006 zu diesem turnier zu dieser meisterschaft ähm, zwei mannschaften angemeldet und so kam es, dass wir 2006 äh, da das erste Mal im, mit dem Verein, mit dem TSV Wallendorf, Berührung mit dem, äh, mit dem Futsal hatten. Das hat aber dann nach diesem, nach nach diesem ein Jahr etwas abgerissen. Und 2015 haben wir dann ähm, das wieder neu gestartet. Ähm, in also, da war der Ilias Simonovic dann noch dabei. Und dann haben wir in der Verbandsliga Württemberg äh, die Runde begonnen, konnten dann äh, gleich aufsteigen in die Regionalliga, die damals neu gegründet wurde. Und über die Regionalliga sind wir dann auch noch in die Bundesliga als Gründungsmitglied. Also das heißt, wir sind Gründungsmitglied bei der Regionalliga Süd und Gründungsmitglied bei der Bundesliga. Hier in Deutschland. Wunderbar. besser Ja, wie der Micha schon erwähnt hat, das ein oder andere Hallenturnier, als ich, als dem, als, wo ich dann als Aktiver auch dran teilnehmen durfte, dank dem Micha. Mehr oder weniger erfolgreich, ich glaube, weniger erfolgreich, was ich so alles in Erinnerung habe. Darauf gehen wir jetzt auch lieber nicht ein bisschen näher ein. Ähm, es war auf jeden Fall sehr lustig, die erste Berührung mit dem Futsal. Und es war sehr, sehr ungewohnt am Anfang durch die Veränderung des Balles. Das äh, weiß ich noch sehr, sehr einschlägig. Ähm, irgendwann hat man mich dann auch ins Tor gestellt, weil es für alle anderen Beteiligten das Beste war, ähm, dass ich da am Tor stehe <laughs> bei dem Turnier. Ähm, ja, das Ganze ist dann wirklich abgeflacht, wie der Michael erzählt hat. Ähm, 2015, als ich dann auch am Richtung, äh, Ende meiner aktiven Karriere beim äh, TSV Weimdorf war, hat man mich dann gebeten, um, ums Drumherum sich ein bisschen zu kümmern. Damals noch, als die Spieltage begonnen haben ähm, oder die ein oder andere Landesmeisterschaft meines Wissens sogar noch ausgetragen wurde, ziemlich am Anfang sogar noch im, im Futsalbereich, ähm, hat man mich darum gebeten, sich ein bisschen ums Drumherum sich zu kümmern, damit jeder auch ähm, verköstigt ist und ähm, wir ähm, ein bisschen, äh, bisschen an dem Spieltag auch ein bisschen gastronomisch... Äh, was zu bieten haben an den Spieltagen. So kam ich dann mehr oder weniger Schritt für Schritt dazu. Ja, und mein Weg zum Futsal, das war, ich war schon länger im Verein tätig, vor allem im Fußballbereich. Da kamen wir dann das erste Mal mit der Thematik in Berührung, als es dann um die Jugendturniere ging. Da hat der Württembergische Fußballverband so Schritt für Schritt immer wieder den Futsal eingeführt oder hat, hat das Ganze versucht, was auch tatsächlich bei mir für wenig Verständnis gesorgt hat, weil es kamen einfach neue Regeln und irgendwie die Erklärung war nicht da. Und dann habe ich mich 2018 mit dem Futsal näher beschäftigt, als mhm. wir dann in der Halle gesucht haben als Verein für das Halbfinale gegen die Futsal Panthers Köln. Und ja, dann kam die Ditzinger Halle. Dort, wo ich lebe, kam dann da in den näheren Fokus, weil die frei war und wir dann guten Kontakt hinzu haben, weil ich selber dort Handball gespielt habe. Und das war dann auch mein erstes Futsalspiel tatsächlich. Das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft 2018 zwischen dem TSV Weidenbörf und den Futsal Panthers Köln. Und dann ging es weiter. Dann hat man mich gefragt für die Saison 18-19, ob ich mir da nicht vorstellen könnte, ein bisschen was zu machen in der Halle, für mehr Zuschauer zu sorgen, ein bisschen Stimmung rum. Das Gastronomische hat ja schon gepasst. <laughs> und ähm, ja, so kam ich dann zum Futsal. Wir haben dann die Deutsche Meisterschaft 2019 erhalten und dann war ich mit dir, Bessem, auch verantwortlich für die Orga und fürs Teammanagement bei der Champions League in Wiener Neustadt, wo wir dann auch in also die Vorrunde. Erfolgreich bestritten haben und dann in die ähm, Hauptrunde gekommen sind. Richtig, wir sind auch gemeinsam deutsche Meister geworden. Ähm, Richtig. In dem, ja, also das sollten wir auch nicht vergessen. War sehr einschlägig auf jeden Fall im Futsalbereich. Ja, und ähm, also ich weiß nicht, wie es euch so ging. Also bei mir war das Interessante, also ich komme ja gar nicht aus dem Fußball, mit dem Fuß kann ich gar nichts anfangen. Ich selber komme aus dem Bereich Handball. Für mich war Handball immer eine Sportart, wo es schnell hin und her ging. Und das war auch so das Faszinierende, wo ich dann gesehen habe, okay, diese Sportart, wo es schnell hin und her geht, wo in den letzten Sekunden noch was passieren kann, die gibt es auch mit dem Fuß, nämlich Futsal. Das war so für mich diese Einzigartigkeit und weshalb mich diese Sportart so gepackt hat. Was waren denn für euch so die Dinge, weshalb ihr gesagt habt, da wollen wir ran, Futsal ist eine Sportart, mit der wollen wir weitermachen? Ich habe ja ähm, das Spiel... Ähm Navi Stuttgart gegen Holzpfosten Schwerte, das war glaube ich damals auch ein Halbfinale. Habe ich mir angeschaut, bin ich eingeladen worden und das war so, also ich habe das gesehen und habe gedacht, da müssen wir weitermachen. Bessem hat ja vorher äh, mal angedeutet, dass wir äh, nicht so erfolgreich waren in den ersten Turnieren. Äh, keiner hatte irgendwie Ahnung von den... Äh, von den ähm, Regeln, die Entscheidungen der Schiedsrichter sind da immer wieder hinterfragt worden. Und äh, wo ich dann da in der Halle war und mir das Halbfinale, wie gesagt, Navi gegen Holzpfosten Schwerter, hatte mir da angeschaut habe, da ging es hoch und runter. Da, äh, die Spieler, die haben da eine Show abgezogen. Da waren, also das war gigantisch. Und da ich dachte, okay. Warum, warum machen wir das nicht? Und wie vorher schon erwähnt, äh, in Ilja angesprochen, der damals bei Nafi ähm, da schon ähm, dabei war und der mehr Ahnung über diesen Sport gehabt hat, gerade auch so wegen seiner kroatischen Herkunft und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir beim TSV Weilimdorf auch und das war also der, bis jetzt der einzige richtige, die einzige richtige Entscheidung, dass wir das getan haben. Was mich daran fasziniert, ist, du hast vorher gesagt, das Spiel ist erst wirklich entschieden. Wenn der Schiedsrichter abweift, da passieren noch in den letzten Minuten noch kuriose Dinge. Wenn ich jetzt denke an das Spiel oben letztes Jahr gegen den Hamburger Sportverein, wo wir geführt haben mit zwei Tore, Vorsprung und waren ein Mann mehr und verlieren das Spiel dann noch in den, in den letzten anderthalb Minuten. Also das macht den, den Charakter dieses, dieses, äh, dieses Sports aus. Ich, ich mag es, ich liebe es total. Ähm, Hallensportarten, ähm, weil ich finde, dass eine Hallensportart auch nochmal einen ganz anderen Eventcharakter hat wie eine Sportart draußen. Ähm, sei es Handball, sei es Basketball, NBA. Ähm, somit auch Futsal konnte das für mich direkt verkörpern. Und ich liebe es, wenn die Zeit quasi sekundenmäßig abläuft, die letzten zehn Sekunden, und du willst als Team noch irgendwas erreichen, ob du einen Korb werfen möchtest oder noch ein Tor schießen möchtest mit der letzten Schlusssirene. Das bringt bei mir nochmal einen extra Nervenkitzel. Und später dann habe ich erst erkannt, wie wichtig die Futsal-Elemente, mit denen wir arbeiten, eigentlich beim Fußball sind. Ähm, und wie sehr wir sie eigentlich verbinden mit, müssten miteinander, dass wir auch dann eine ganze Weile auch im aktiven Fußball dann versucht haben, sei es dann mit Eckballvariationen, Eckball weil wir damals noch äh, Spieler hatten, die beides gespielt haben, die Czacic, genau, Czacic und Kurtin haben dann äh, samstags die gleiche oder sonntags die gleiche Eckenvariante gespielt, wie sie samstags davor in der Halle gespielt haben. Ganz genau. Und es hat auch noch geklappt. Richtig, also da haben wir auch noch, das war noch vor dem Entschluss, dass wir also dass die Spieler entweder oder spielen sollten, haben die noch beides gemacht bei uns. Und ja, für mich war dann immer, immer mehr klar, man muss immer mehr Futsalelemente und Futsalarten in den aktiven Fußball mit einbinden, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, um ein bisschen kreativer zu werden, um einfach auch mehr mit dem Ball machen zu können. Ich gebe dir da recht. Ähm, nur mal, ähm, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben zwei Bezirksligameisterschaften errungen ähm, in Zusammenarbeit Futsal-Fußball. Wir haben im Winter Futsal gespielt und, und äh, gemeinsam dann auch Fußball. Und ähm, wir waren dann immer in der Rückrunde viel, viel stärker als die Gegner. Wir waren immer äh, besser, wir haben immer eine bessere Rückrunde gespielt. Und die Spiele haben sich weiterentwickelt, schneller weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass das äh, miteinander zu tun hat. Also, das war schon ganz okay. Nur haben wir dann halt damals ähm, entscheiden müssen, ob wir das dann noch gemeinsam machen. Und äh, das ging halt leider nicht mehr. Ja, leider kam uns da auch ein bisschen einfach, oder wie es, glaube ich, wahrscheinlich auch allen geht, ähm, der Markt, der Fußballmarkt und der Futsalmarkt einfach ein bisschen ähm, äh, in die Quere und hat das ganze, Ding, das ganze Ding einfach ein bisschen schwieriger gemacht weil wie gesagt keiner macht es zum Schluss umsonst und das war dann nachher halt auch ein Problem wo wir dann sagen mussten okay wir müssen da eine klare Linie fahren weil wir können diesen Sportart nicht bezahlen so, so wie ihr euch das vorstellt und wir wir es gerne hätten weil eben in dem Sport in der Sportart überhaupt kein Geld zu holen ist weder bei Sponsoren noch bei Verbänden oder sonstiger Entwicklungs äh, Gelder irgendwie zu erringen, war sehr, sehr schwierig. Und da hat man sich daran, äh, weil es dann eben zur Diskussion gab, unter, äh, untereinander entschieden, dass die Spieler entweder Futsal oder Fußball spielen, dass wir das auch für uns ein bisschen besser trennen konnten. Ja, man muss auch sagen, der Aufwand für jemanden, der Futsal spielen will, hier in Deutschland, der ist um einiges höher, wie wenn ich, die, ähm, wie wenn ich Fußball spielen möchte, weil ähm, ich weiß noch damals in der Regionalliga Süd, ähm, du bist mit deinem Auto Minimum eigentlich zwei Stunden unterwegs gewesen. Es gab ganz wenige Spiele gegen zum Beispiel in Karlsruher SC oder damals noch Villa Lobos, wo du dann mal innerhalb von einer Stunde am Spielort warst. Aber alles andere waren Fahrten, die jetzt unsere Landesligamannschaft im Fußball zurücklegt, von der, von der, von der Weite etwa. Ähm, und ähm, ich glaube, hier in Deutschland, da gehört schon viel dazu. Ähm, also zum Futsal gehört. Auf jeden Fall eine ordentliche Portion Leidenschaft auch mit dazu. Und viele können es dann halt auch irgendwann nicht mehr bringen, diesen zeitlichen Mehraufwand. Und da hatten wir ja auch, glaube ich, ein paar Jungs, zum Beispiel Dennis Windhager, wo ihr vorher auch gesagt habt, also man, man, sieht, man sieht, dass diese futsal einen auch im Fußball weiterbringt, hat man bei ihm, glaube ich, sehr, sehr gut sehen können, ist der jüngste deutsche Torschütze in der Futsal-Champions-League hat damals in Wiener Neustadt ja ein Tor geschossen ähm, und musste dann aber leider irgendwann auch mal sagen, ähm, bei mir wird es einfach auch aus Grund von Lehre etc. schwierig. Und jetzt ist er ja weiterhin bei uns tätig, allerdings im Fußballbereich. Ähm, aber meiner Meinung nach sieht man da doch deutlich, dass er ähm, mehr Input bekommen hat als manch anderer Spieler. Ja, so war ja, garantiert. Ähm, der Dennis ähm, ist bei uns im Fußball in der zweiten Mannschaft sogar mit einem Unterschiedsspieler, würde ich mal so behaupten, aufgrund seiner technischen Fähigkeit. Und ähm, da die sehr häufig auch auf dem Kunstrasen spielen, ähm, liegt ihm natürlich das noch, weil er kann gut mit seiner Sohle weiterarbeiten, ähm, die er da gut gelernt hat im Futsal. Ähm, ja, aber da sind wir wieder ähm, beim Thema. Warum passiert beim Futsal nichts dann? Warum kommt vom Verband da auch nichts? hätten wir uns eigentlich auch ein bisschen mehr erwünscht in der Zeit, dass man da dann ähm, vielleicht mehr an Vereinen ähm, dafür begeistern kann, die sich dann auch für die Sportart entscheiden, ähm, sie dann durchzuführen. Dann hätten wir nicht so viele weitere Wege gehabt und vielleicht auch mehr Spieler dafür begeistern können, Futsal zu spielen, noch aus eigenen Reihen. Ja, sehr interessant. Also ähm, ich habe es halt bei diesen Jugendturnieren, die wir veranstaltet haben als Verein, festgestellt, dass diese Implementierung, dass man sich da sehr schwer getan hat, weil da auch sehr wenig erklärt wurde vom, äh, vom Verband, so war zumindest auch unser Gefühl als Turnierleitung damals, weil da waren plötzlich andere Regeln, die Schiedsrichter wussten selber nicht Bescheid, man wusste gar nicht, warum gibt es jetzt die neuen Regeln ähm, äh, und damals war da auch äh, von, äh, von meiner Seite auch ein bisschen Verär Verärgerung da, weil man sich eben mit dieser Thematik dann auch nicht wirklich auseinandergesetzt hat und auch nicht viele Informationsangebote dazu da waren, aber ich glaube, äh, damit wir da auch im Rahmen bleiben, Implementierung des Futsals in Deutschland, da können wir, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu machen. Ähm, die, die wird, glaube ich, lang und da können wir auch vielleicht noch die ein oder andere andere Meinung vielleicht auch vom Verband damit einfließen lassen. Wir haben vorher darüber gesprochen, Futsal als Event, was ganz anderes, eine Hallensportart, wie zum Beispiel unsere Sportart Fußball, die wir von draußen kennen. In der Halle, da geht es sich her. Und wir hatten ein Event jetzt am Samstag und das war das Spiel TSV Weilendorf gegen Fortuna Düsseldorf. Wurde vorgezogen in diesen Nachholspieltag rein und ja, am Ende ging es wieder knapp aus. 4 zu 3 für den TSV Weilimdorf. Vielleicht mal kurz, ihr wart beide mit dabei. Wessem, du als sportlicher Leiter, sag mal kurz was zum Spielverlauf für mich ja das Ergebnis sieht knapp aus was es dann letztendlich auch auf dem Papier war wenn man berücksichtigt dass der dritte Treffer glaube ich siebenhundelstel vor Schluss dann noch gefallen ist ja macht es das dann auf dem Papier sehr knapp aber wir haben uns dafür entschieden schon vor dem Spiel dass wir eigentlich ziemlich gut und stabil in dieses Spiel hineinkommen möchten und auch unsere zwei Blöcke in diesem Spiel auch gut trainieren möchten und mal ein bisschen zusammenspielen lassen möchten, was wir dann auch wirklich in der ersten Halbzeit bis, glaube ich, sieben Minuten vor Schluss getan haben. Und dann äh, war es auch klar und auch so besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen auch den Jungs in der zweiten Reihe die Chance geben zu spielen. Wir wollen auch die entwickeln und gerade die wollen wir entwickeln ähm, auf die Zukunft gesehen. Ähm, deshalb müssen sie auch spielen. Und deshalb ist jetzt einfach in der, in der Zeit, wo ich sage, ich meine, wir sind Erster mit äh, jetzt im Moment, glaube ich, sogar zehn Punkten Vorsprung. Ähm, genau, weil wir wegen ein, des eines Spiels. Genau, wir haben ein Spiel vorne, wir sind ein Spiel vorne und haben deshalb zehn Punkte Vorsprung. Ähm, genau, jetzt ist die Zeit dafür, um genau den Jungs äh, Spielzeit zu geben, um sie mit unserem Team weiterzuentwickeln und auch wirklich auch zeigen, dass sie auch Teil des Teams sind. Ähm, dazu gehört es auch. Und das war für mich deshalb erfolgreich. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Spiel von gestern. Ja, hatten in der einen oder anderen Situation dann ganz zum Schluss vielleicht ein bisschen Unglück. Ja, wo wir es dann auch hätten ein bisschen besser machen können. Aber sei es drum. Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Entwicklung, was das Team anbelangt. Auch das gestrige Spiel war für mich, die, ersten, die erste Halbzeit war sehr, sehr stabil, auch wie schon gegen Lyria. Ähm, konnten wir, glaube ich, zeigen, was wir in der Saison wollen und wo wir da wollen vor allen Dingen. Ähm, und das haben wir jetzt gestern in der ersten Halbzeit nochmal unterstrichen und in der zweiten Halbzeit hat es uns viel Raum gegeben, um Dinge auszuprobieren, was wir jetzt, denke ich, auch bis zu den Playoffs hin auch durchziehen werden. So. Ähm, ab den Playoffs sieht es dann nochmal anders aus. Da noch mal, ähm, läuten wir nochmal eine andere Zeit ein, denke ich. Aber bis dahin äh, werden wir schauen, dass wir viel, viel Spielzeit generieren und vielleicht auch noch das ein oder andere Freundschaftsspiel ähm, machen werden, um auch ähm, unsere Jungs ein, Spiel, einzuspielen, ähm, damit sie dann in den Playoffs eben da sind, da, wo wir sie hinbekommen möchten. Ja, wir, wir werden da sicherlich in der, in der Phase, wo die Nationalmannschaft unterwegs ist äh, oder unsere Nationalspiele unterwegs sind, für den einen oder anderen Spieler da, dass der mehr Spielzeit bekommt, das ein oder andere Freundschaftsspiel noch mit einbeziehen. Ja, und das sind wir gerade in der Planung, um, um zu schauen, dass, dass wir uns da auch weiterentwickeln. Einspielen ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja jetzt ähm, zwei Heimspieldebüts am äh, gestrigen Samstag. Wir hatten einmal ähm, Jockey Arsowski, den wir. Vom Stuttgarter Futsal-Club bekommen haben. Und dann hatten wir einmal Arma jindic vom SV Pass isenburg die jetzt beide ihr drittes Spiel absolviert haben. Und dann war wieder einer auf dem Parkett, den wir auch schon lange wieder oder den wir schon lange nicht mehr auf dem Feld gesehen haben, nämlich im Tor Miotrag Akscentievich, der ähm, wieder ein Spiel für den TSV Walmdorf absolviert hat. Was sagst du aktuell zu den Jungs, die brauchen wahrscheinlich noch die Spielzeit, die du gerade angesprochen hast? Zunächst einmal äh, zu den beiden Jungs, ähm, Armo Jindic und äh, Joe Asowski. Da waren wir eigentlich schon im Sommer in sehr, sehr guten Gesprächen, ähm, haben dann auch, aufgrund der ein oder anderen behördlichen oder amtlichen äh, Hürde auch den Transfer dann auch nicht vollzogen oder nicht vollziehen können, was ich dann ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fand, weil der Spielmodus eben so ist, wie er ist. Beim in der Liga. So also ist, wie, ja, so ist es. Ist. Man kann sagen, die vor also, die, spielen die, 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 die ersten 18 Spiele, 18 Spieltage sind null Anreiz. Der Meister bekommt nichts, der zweite bekommt nichts, der achte bekommt nichts. Du musst schauen, dass du unter die ersten acht kommst. Du musst gucken, und dass du unter die ersten acht kommst. Du und musst dich realistisch so einschätzen, wie viel Zeit du vor den Playoffs brauchst, um dich einzuspielen. Seid mir mal ehrlich, wie viele Punkte hat man gebraucht die letzten Jahre, um dann Playoff zu spielen? Letztes Jahr fünf? Ah. Ich, ich glaube, mit vier ist man, glaube ich, in die Relegation oder so. Ja, gut. Ja. <laughs> das, oder lasst es neun sein, also drei Spiele gewinnen und dann bist du in der, in der, äh, unter den ersten acht. Ja. Also ja, deshalb war, fand ich es jetzt ehrlich gesagt äh, gar nicht so schlimm, dass wir die Transfers erst im Winter äh, vollziehen, vollziehen konnten. Letztendlich war es dann auch so geplant. Äh, rein, rein auch aus äh, Kostengründen. Äh, wir haben unsere Sponsorengelder äh, aufsparen können bis dahin. Ich hoffe, dass sich da auch ein bisschen noch was tun wird von Verbandsseiten, weil man eben auch Anreize schaffen muss in dieser Liga. Ja, leider ist da bis jetzt noch nicht sehr viel passiert, muss ich da ehrlich gestehen. Hat jetzt auch, glaube ich, unser Captain demnächst in einem in, in, Interview bei FUPA, glaube ich, auch gesagt. Genau, habe ich gelesen. Am Freitag, am Freitag, ja, am Freitag, am Freitag kam raus. Am Freitag kam das. Und ja, und so treten wir halt auf der Stelle. Ja, nicht ganz. Ich glaube, ganz auf der Stelle treten wir nicht. Ähm, es ist schon eine kleine Entwicklung da, aber die Entwicklung ist sicherlich nicht so da, wie man sich das am, äh, wünscht oder wie wir uns das vielleicht wünschen. Ähm, ja, der Tenor aus Frankfurt ist ein bisschen, äh, die Liga muss sich so entwickeln ähm, wie das schwächste Glied in der Kette. Und da ist halt eine, eine Riesendiskrepanz drin von den Mannschaften, ähm, die gut organisiert sind, zu denen, die sehr gut organisiert sind. Und ähm, ja, und da sage ich ganz einfach, ähm, da muss die Schere sich äh, relativ zügig halt schließen. Ähm, ja, für, für unsere Seite ist es ja so, dass es ja... Kein Anreiz, also gibt äh, großartig was zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich wollte vorsagen, so Step by Step haben wir uns ja sicherlich weiterentwickelt, Jahr für Jahr. Aber halt auch nicht so, wie ich das mir, ich persönlich mir das auch vorgestellt habe, dass man im, im dritten Jahr Bundesliga noch ähm, so, so läuft oder dass es so läuft, wie es halt im Moment läuft. Das Anreizsystem, du hattest gerade gesagt, wird da auch gerade drüber diskutiert innerhalb der, Na, der, nein. der Mannschaften? Ja. Nein, der, die, dass es, wenn ich dich richtig verstehe, ob der, Meister, also ob der Hinrundenmeister oder der Meister von der Hinrunde und Rückrunde vor den Playoffs irgendwas bekommt oder nicht bekommt oder was von Anreiz der hat, wird im Moment nicht diskutiert. Das Einzige, was diskutiert wird, ist die... Reihenfolge der Heim- und Auswärtsspiele, wie das in diesem und in den nächsten Jahren äh, stattfinden soll. Aber ob es eine monetäre ähm, äh, Ausschüttung geben sollte für die Vereine, die halt äh, dann da oben stehen oder wie auch immer abgestuft, Platz 1 bis 8, ähm, ist im Moment noch nicht äh, zur Diskussion. Steht auch bis jetzt noch nicht zur Diskussion. Okay, spannende Sache. Ähm, ich glaube, das Einzige, was es so ein bisschen gibt, um zu verhindern, dass man mit einem mit einem schwachen Kader dann plötzlich in, durch die Playoffs marschiert und sich Platz 1 holt, ist ja, glaube ich, dieses Regelungssystem, dass ich nur noch bis zum Transferfensterende ähm, neue Spieler melden kann. Das, das ist richtig, genau. Ähm, in den Playoffs äh, dürfen nur die Spieler spielen, die ähm um, nehmen wir jetzt mal das, äh, jetzige, das jetzige Wechselperiode 2, bis zum 1.2. auf der Liste stehen, ähm, die, wo man später dann ähm, die Spielberechtigung bekommen würde vom Verband, dürfen aber in den Playoffs nicht eingesetzt werden. Das heißt, äh, so wie der Kader am 1.2. aussieht, genau so geht man dann auch in die Playoffs. Ja, aber was äh, ja, allen Teams äh, jegliche Möglichkeiten gibt. Weil allein im Januar hatten wir jetzt drei Spieltage, glaube ich, ohne unseren Nachholspieltag. Ähm, allein im Januar können wir neun Punkte holen dadurch. So, so, so ist man eigentlich auch schon qualifiziert für die Playoffs. Ähm, also ich sehe da schon Hand ein bisschen, ja, ich sehe da ein bisschen Bedarf, dass man einfach ein bisschen Anreize schafft auch noch. Das ist richtig. Sehe ich genauso. Und man hat ja jetzt gesehen, wir hatten jetzt Glück in Anführungsstriche, dass der letztjährige Meister bereits vierter war in der Vorrunde, aber sie waren halt doch nur in Anführungsstriche vierter und haben dann durch, äh, durch gute Playoffspiele gegen Hamburg äh, zum Beispiel äh, dann auch die Möglichkeit gehabt, dann äh, ins Finale zu kommen, Halbfinale gegen Stuttgart dann gewonnen und dann im Finale in einem Spiel dann halt Hot äh, 05 besiegt. Das äh, wird ja dieses Jahr auch ein bisschen anders sein. Wir spielen so ein Best of Three. Und ähm, da wird man mal dann sehen, ähm, wer sich da dann qualifiziert äh, für die Champions League und deutscher Meister wird. Interessant, ja, Anreize einmal sportlich ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es äh, auch immer wieder die Frage Anreize für das drumherum. Das heißt Entwicklung, würde ich jetzt auch noch zum sportlichen Teil ähm, hinzufügen. Das heißt zum Beispiel, was habe ich denn als Verein davon, dass ich ähm, Nationalspieler zum Beispiel stelle? Was habe ich davon, dass ich ähm, ausbilde für zum Beispiel ähm, Auswahlmannschaften? Ähm, aber auch, und äh, da kommen wir so ein bisschen in meinem Bereich ja wieder, was habe ich denn als Verein davon, wenn ich außenrum äh, da auf die auf die Kacke haue und da ähm, Großtrara mache. Ähm, aktuell nicht viel. Es gibt ja jetzt ähm, seit diesem Jahr die Möglichkeit, äh, für die Clubs zu streamen, also eigentlich schon seit den Playoffs letzter Saison, das erste Mal in der Vorrunde. Ähm, da habe ich sogar gleich mal eine Frage an dich. Ja. Warum haben wir gestern nicht gestreamt eigentlich? Ja, und da sind wir beim Thema Anreizsystem und wie man so ein Anreizsystem gut machen kann oder wie man es auch gut gemeint machen kann, aber vielleicht nicht handwerklich ganz so gut ausführt. Ähm, aktuell ist es ja so, dass es äh, eine Sockelzahlung ähm, vom Verband gibt. Also da gibt es eine kleine Unterstützung, auch wenn die ähm, bei weitem nicht den Wert, der dahinter steht, ähm, abdeckt. Ähm, und dann geht es in so einem Sockelsystem nach oben. Das heißt, ich habe ähm, nochmal einen Sockelbetrag, wenn ich zwei weitere Spiele streame und zwei weitere. Und der höchste Sockelbetrag ist eben, wenn ich acht oder neun Spiele streame. Das heißt, wenn ich alle Spiele streame oder wenn ich in der Vorrunde Spiele streame bis auf eben ein Spiel. Und ähm, wir haben uns jetzt aus zwei Gründen eigentlich dafür entschieden dass wir das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag nicht zeigen werden. Zum einen gab es in dieser Woche diese Managertagung beim DFB, wo uns verkündet wurde, dass es keine weiteren Highlightspiele mehr in der Vorrunde geben wird. Dazu vielleicht kurz, also dieses Highlight spiele konzept das ist ein Konzept, wo der DFB sagt, wir wollen... Für die Liga und für die Vermarktung wollen wir gute Bilder, äh, gute Bilder produzieren. Das heißt, wir kommen da mit einem Boden, das heißt, wir unterstützen da die Heimannschaft, machen da ein tolles Streaming-Setup und versuchen ein sehr wertiges Produkt nach außen hin zu präsentieren, damit auch mögliche Interessenten für Werbung oder eben für Streaming-Lizenzen dann auch Appetit auf diese, auf, auf diese Liga bekommen. Und da wurde bei der Managertagung, die im August stattfand, wurden da mehrere Highlightspiele jetzt in der Vorrunde in Aussicht gestellt. Jetzt gab es insgesamt ein Highlightspiel. Ähm, das war dieses Spiel Hamburger SV gegen St. Pauli, ähm, das dann auch auf die Zone gezeigt wurde. Und jetzt hat man sich dazu entschieden, okay, das war es dann auch mit diesen Highlightspielen. Und ähm, so als eine Art stiller Protest oder ja, das gefällt uns einfach nicht. Da war, da war unserer Meinung nach einfach was anderes kommuniziert. Und ähm, jetzt hat man gesehen, okay, es funktioniert mit dem einen oder anderen Verein, die streamen, die bringen was. Aber ähm, ja, wir hätten uns auf jeden Fall gewünscht, dass wir auch das ein oder andere Highlightspiel vielleicht zugesprochen bekommen, entweder in unserer Halle oder auch gerne als Auswärtsmannschaft, weil ja auch die Fans der Auswärtsmannschaft vor allem von diesem Livestream profitieren. Und da muss ich sagen, finde ich es auch schade. Es gibt einige Vereine, die, die versuchen sich am Stream. Wir sehen viele gute Livestreams in der futsal bundesliga Ja, in Regensburg gibt sich da immer Mühe. Der SV passner Isenburg ist damit dabei. MCH Bielefeld ist damit dabei. Die ähm, alle streamen. Bielefeld hat, glaube ich, damals Hohenstein gegen Hohenstein auch, meines Wissens. Ne? Wer? Hohenstein. Ho Hohenstein natürlich auch. Ähm, der Heiko und sein Team. Ähm, wir ja dann auch jedes Mal, glaube ich, im Kommentar hören. Ähm, also es gibt viele Vereine, die streamen, aber es gibt eben auch Vereine, die sich den Schuh nicht anziehen und sich damit nicht so beschäftigen. Und das finde ich einfach schade für unsere Fans, die dann eben diese Auswärtsspiele nicht mitverfolgen können, weil nicht jeder kann immer mitreisen. Und auch da war das so ein, so ein kleines Statement, wo wir einfach mal zeigen wollten. Und da haben wir jetzt diesen Spieltag genutzt, an dem nur unser Spiel zu sehen war, wenn die Vereine selber nichts machen, dann wird es eben sehr, sehr ruhig um die Futsal-Bundesliga. Und am Ende, wir haben es ja gestern gesehen, es kam auch auf dem DFB-Kanal. Es gab kein Posting über, über das Spiel. Es gab das Einzige, was gestern auf dem offiziellen Kanal des DFB zu sehen war, war dann einmal ein Real, vormittags noch oder mittags, wo man äh, sieht, wie der Philipp da sein Tor in Liria schießt. Und dann äh, gab es eine zweite Story am Abend oder eine Story am Abend, wo dann unser Ergebnis in der Story einmal kommuniziert wurde. Aber da war nicht mehr. Und ich fand, am gestrigen Spieltag hat man einfach gesehen, es gab keinen Live-Ticker, es gab gar nichts, dass ohne uns Vereine es einfach sehr, sehr still ist. Und deswegen einmal der Appell so ein bisschen an den DFB, ähm, diese Arbeit wertzuschätzen und auch mehr wertzuschätzen, ähm, wie das aktuell der Fall ist. Und aber auch der Appell an die anderen Vereine, Jungs, wir müssen da alle zusammen ran und wir müssen alle Gas geben, damit diese Futsal Bundesliga Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ist halt schade, weil zum Schluss ist es halt Reichweite und Reichweite wird später entscheiden darüber, wie es nachher auch mit dem Futsal weitergeht. Und da finde ich, da ist auf jeden Fall alles noch ausbaufähig nach oben hin, dass wir da noch mehr Reichweite gemeinsam generieren, um noch attraktiver auch werden für eben Streaming-Anbieter, für TV. Oder sonstige. Und äh, wenn wir da nicht äh, zusammenarbeiten und wenn uns da Verband nicht unterstützt und auch äh, die Möglichkeit gibt, die Reichweite zu machen, dann glaube ich, äh, wird es sehr, sehr schwierig äh, mit der Sportart in der Zukunft hier in Deutschland. Also, ja, um sie wir aufs ja Profitum auf jeden Fall mal zu bringen, weil das, das ist jetzt noch ganz, ganz weit davon weg. Ja, zumal wir ja jetzt auch das erste Konkurrenzprodukt ähm, am Markt sehen. Am Montag geht es los, also morgen geht es los ja, mit genau. der Baller League. Ja. Ähm, von uns sind auch zwei vertreten. Bei der Von, vom TSV Weilimdorf sind genau. tatsächlich auch zwei dabei. Ein Ex-Futsal-Nationalspieler ja. und Futsaler beim TSV Weilimdorf der jetzt bei uns im Fußball an der Seitenlinie steht. Manu Fischer wird damit dabei Ganz sein. Genau. Und einer aus unserer Fußball-Landesliga-Mannschaft, der Enis Küllei, wird auch noch mit dabei sein ähm, bei der Border-League. Genau, heißt auf Instagram, glaube Eno Entertainment. Wen das interessiert, sollte da auf jeden Fall mal einschalten. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig werden, was unsere Jungs da und generell da dargeboten wird. Und das ist auf jeden Fall mal der erste Weg für Reichweite. Ja, da, da, da bin ich auf zwei Sachen eigentlich gespannt. Zum einen, wie sich, diese, wie sich diese Liga halten wird. RAN, die ja auch Interesse mal an der Futsal Bundesliga gezeigt haben. Die haben ja ähm, letztes Endspiel. Jahr... Ähm, Im Endspiel haben das Endspiel gezeigt, ja. ähm, Hohenstein gegen Regensburg. Ja. Ähm, ähm, die sind ja jetzt voll mit dabei bei der Baller League und auf Pro 7 Max wird dann das Topspiel abends gezeigt das und so weiter. Ähm, das ist zum einen spannend, also wie wird sich diese Liga entwickeln, zum anderen aber auch, wie wird sich das Ganze dann auf die Akteure ähm, auswirken, also auf die Reichweite der Akteure, die dahinterstehen, also ähm, kann, kann der Ennis oder kann der Manu da ähm, auch als ähm, individuelle Personen nochmal davon profitieren und wird sich das vielleicht auch auf uns abfärben? und die gute Frage ist auch Micha ich glaube da kannst du uns besser helfen wie sieht es spielrechtlich eigentlich aus also kann, und vertragsrechtlich ähm, aus, wenn man bei so einer oder nicht lizenziert äh, Liga mitmacht oder mitspielt oder wie ist es auch versicherungstechnisch vor allen Dingen. Gut, ich komme, ähm, ich komme gleich, komm gleich auf die Frage zurück. Ähm, Wollte aber noch ganz kurz auf, auf Dinge, die ihr gerade äh, so ähm, von euch gegeben habt. nochmal meins, äh, ja, so wie ich das sehe. Also die Wertschätzung vom DFB ist sicherlich da. Also das heißt jetzt nicht, dass wir nicht wertgeschätzt werden. Ähm, unsere Arbeit wird schon von den Herren äh, sehr wertgeschätzt. Ähm, das Gefühl habe ich, also wenn ich da mit, mit den Le Leuten spreche und so weiter, ähm, sie versuchen uns auch immer wieder mit einzubeziehen, aber das, äh, der, äh, der, der Prozess ist halt langsam und langwierig. Und wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken kann, bevor du weitermachst. Ich glaube auch, also das, was ich meinte, also dass diese Wertschätzung bei den Leuten beim DFB, mit denen wir ähm, in ständigem Kontakt sind, dass der da ist. Das, also, das war nie der Kritikpunkt. Aber ich glaube, also gesamtverbandlich gesehen, da ist eben diese Wertschätzung gegenüber dieser Sportart und gegenüber den, ähm, den Leuten, die diese Sportart tagtäglich betreiben und damit das Fundament bilden. Eben nicht da. Also, das wollte ich damit sagen. Ja, wir müssen uns auch davon ausgehen. Also äh, Fußball ist die Nummer 1, äh, auch beim DFB, natürlich. Wir sind ein Breitensport und irgendwo, wenn ich glaube ich auf der DFB-Seite mal nach Fu äh, also nach Futsal suche, kommt es, glaube ich, unter ähm, ähm, Freizeit und, äh, und was weiß ich was. Also man findet das auch gar nicht so richtig. Ähm, ist klar, der DFB ist gerade im Moment selber mit sich selbst beschäftigt, äh, auch eine, eine super äh, EM zu machen und die so gut zu vermarkten, wie es nur geht. Und da sind wir erstmal das fünfte oder sechste oder siebte Rad am Wagen. So, und dann auch nochmal zu, zu, äh, zu der Border League. Ähm, ich mache den Futsal, weil mir der. Nicht nur der Sport, sondern auch der Charakter, also dieses Gegeneinander zu spielen, äh, eine Tabelle zu haben, äh, eine Meisterschaft erringen zu können, äh, Niederlagen zu bekommen, ähm, tot traurig zu sein, wenn wir im Halbfinale gegen Hohenstein ausschei ausscheiden oder ähm, wie 2021 die deutsche Meisterschaft zu bekommen und so weiter. Deswegen äh, engagiere ich mich in dem Sport, also im Fußball und im Futsal. Das andere ist für mich, ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin über die 50. Das andere ist für mich natürlich ein Sport, aber da steht nicht der Sport an erster Stelle oder das Ergebnis an erster Stelle, sondern da geht es darum, Reichweiten. Daniel hat es vorher selber gesagt: kann, kann Enis davon profitieren? Kann der Manu Fischer davon profitieren? Wer profitiert von der ganzen Geschichte? Ähm, da geht es äh, nicht unbedingt im, im Speziellen um den Sport äh, als, als Primär und alles andere danach, sondern ich denke, der Sport ist halt dabei, aber primär werden ganz andere Dinge forciert und das, ja, das äh, berührt mich gar nicht. Also bis jetzt, ich bin mal gespannt, wie es dann am Montag ausgeht. Und, oder wie es anfängt und äh, schauen wir mal. Das heißt, können wir da kurz die Regel zusammenfassen. Ball League ist weniger Sport, mehr profitieren. Futsal ist Sport dafür weniger profitieren. Was traurig ist. Im Futsal ist es äh, ja, ehrenamtlich mhm. ähm, im, drumherum und äh, man finanziert halt alles Mögliche und äh, kann damit kein sicherlich die Spieler. Die Vereine und so weiter. Da ist viel Herzblut dabei. Ist sehr, sehr viel Herzblut dabei. Ja, aber das muss es auch geben. Also auch die eine und die andere Seite muss es geben. Ist das vielleicht das eine mehr professionell als das andere? Ich glaube glaub nicht. Weil es also, einfach monetär auch besser aufgestellt ist, dadurch. Ja, ob das also Pro Professionalität, kann, äh, Professionalität kann man sich ja auch einkaufen. Ja, natürlich. Ich, ich meine, wir wissen ja jetzt, wir, wir wissen ja, wer für die, für die Liga zuständig ist, wer seinen Namen dafür hergegeben hat, wer da investiert und so weiter. Ja, vielleicht hätten wir also vielleicht hätten wir das versuchen müssen. Um diesen Schuh müssen wir uns anziehen, also jetzt wir die oder Leute Verband. vom TSV. Na, vielleicht auch die Leute vom TSV, um äh, ältere Spieler da nochmal dazu zu bringen, bei uns da nochmals äh, die, die, die Schuhe zu schnüren. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin aber auch kein Fan davon. Nein, ich also, meine, eben dieses Modell, was jetzt gefahren wird, ist jetzt, jetzt nicht so weit hergeholt. Ich glaube, man hätte sich ja auch. Verbandseiten ein bisschen besser engagieren können, um da über den einen oder anderen Influencer, ich glaube, da gibt es sogar jemanden, der die Nationalmannschaft betreut, weil ich äh, mit ihm oder mit der twitcht, da äh, gibt es, glaube ich, sogar jemanden. Aber nur ist halt die Reichweite und die Bekanntheit nicht so groß, wie wenn jetzt halt ein Trimax oder ein Podolski Hummels oder. Ja, denn der, der DFB hat äh, diesen pazu der ja auch, glaube ich, auf Twitch parallel äh, immer wieder mal Futsal-Bundesliga. Spiele ähm, im Livestream kommentiert hat. Ähm, das ist äh, ein, ein Livestreamer, der ähm, aber für den DFB in verschiedenen Ligen und auch beim DFB-Pokalfinale und so weiter unterwegs ist. Ähm, aber was, glaube ich, auf jeden Fall interessant ist, ist so ein bisschen der Ansatz oder die Frage: So nach, nach einer Figur, die da vorne an der Spitze der Liga steht. Bei der Border League ist das ja, glaube ich, Podolski. Und Hummels, ja. Und, und Hummels. Wir haben diese Icon League, die dann irgendwann im ja. Sommer noch Tony anstatt und geht. Geller. Genau, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen deine Frage gewesen, ob, ob, ob so, also so ein Ambassador, so ein so ein Liga-Gesicht -Liga nicht auch der Futsal-Bundesliga gut tun. Richtig, um einfach mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit auch zu erregen in der Sache, weil ich glaube, verbandsmäßig hat sich schon ein bisschen was getan, auch in den Unterbrüchen, gerade in der Jugend wird jetzt äh, oder ist Foninho implementiert worden im, im, in der Trainingshaltung und in der Spielform vor allem Dingen. Nur nach dem Foninho hört es halt auf. Da wird halt nicht mehr transmitted und es geht halt nicht mehr weiter. Also es ist jetzt Kinderfußballbereich und ich sehe da für junge Pubertierende dann auch noch eine Lücke, wo, wo man schließen müsste, wie es nach dem von Nino eben weitergeht und von Nino ist für mich ein ganz klares Fußballelement. Ja und ich glaube, wenn es da, wenn es da eine gestandene Person gibt, die man aus dem Fernsehen, von den Spielen aus der Bundesliga oder aus irgendeiner anderen angesehenen Liga kennt, das versucht zu vermitteln, dann hört man auf jeden Fall eher zu, wie wenn wir das Ganze auf irgendeinem kleinen Homepage-Artikel auf Fußball.de oder so Ganz klar. versuchen zu kommunizieren. Ja klar und zum Schluss geht es darum, acht Florian Wirtz zur Verfügung zu haben, anstatt ein Florian Wirtz zur Verfügung zu haben und wir müssen halt alle gemeinsam was für die Entwicklung tun. Ich glaube, da werden wir noch das ein oder andere Mal drüber diskutieren können. Wir können ja auch mal anfragen, ob sich vielleicht einer unserer zwei Spieler in der Baller League äh, sich bereit erklären würden, auch äh, mal zu uns hier vorbeizukommen und vielleicht so ein bisschen Einblick Gute zu geben Idee. und äh, warum sie sich auch dafür entschieden haben, da mitzumachen und was da, was da so geht, vielleicht so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen mal, wir gehen mal weiter äh, und vielleicht zum Thema Reichweite. Ähm, haben wir jetzt gerade am Wochenende ein, ein Turnier bei uns hier in Stuttgart, das äh, Reichweite hat im Bereich Futsal. Ähm, es bedient vor allem äh, so eine kroatische Community hier. Also es wird, wird ausgerichtet von, ähm, von zwei Clubs bzw. Bars, die ähm, sehr stark auch ähm, auf... Äh, eben diese Community setzt und auch für die Communities viel anbietet. Und das ist der ähm, Topaz Cup in der Scharena in Stuttgart, wo wir auch 2019 die deutsche Meisterschaft gefeiert haben und auch der Stuttgarter Futsal Club äh, deutscher Meister wurde. Und da findet jetzt seit äh, gestern und heute noch äh, das Topaz Cup Turnier statt, wo wir auch gerne dabei gewesen wären. Wir waren eigentlich dabei. Wir, ja, wir, wir eigentlich wären. Waren wir dabei? Eigentlich wären wir dabei gewesen, nur. Eigentlich. Und das spricht tatsächlich, würde ich dann sagen, wieder für die Futsal-Bundesliga. Nachdem man dann gemerkt hat, dass da der TSV Weimdorf kam, hat da der ein oder andere bei den Ausrichtern angerufen und hat gesagt, ey, die sind, glaub einen Ticken zu gut für uns. Ja, was ich aber nicht verstehe, weil da teilweise echt Profis aus Bosnien und aus Kroatien mitspielen, aktive Profis aus deren Futsal liegen die noch äh, weit mehr Qualität, Qualität besitzen als äh, Spieler der jetzigen Fußball Bundesliga ich meine, und auch schon mitgespielt haben, aber das war dann ja irgendwie dann letztendlich erst einmal dabei, am nächsten Morgen waren wir nicht mehr dabei. Ja, leider wurden wir wieder ausgeladen. Ja, wir wurden wieder ausgeladen ausgeladen und waren somit nicht mehr erwünscht. Schade, eigentlich. Ja, ja, schade. Weiß ich nicht, ob das so schade ist. Ähm, dass wir uns ja darüber diskutieren, ist super. Ansatzpunkt ähm, ist, ist die Bundesliga doch dann so stark, ähm, dass die anderen äh, dann vor uns äh, kapitulieren, bevor der erste Ball rollt. Ähm, also ich denke mal, denk mal, da sind viele bosnische Spieler da. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Profis oder Nicht-Profis, ob die jetzt. Von Profis sind oder nicht Profis sind. Da kommen Spieler, die das Tag ein Tag ausmachen, die viel Erfahrung da drin haben und so weiter. Ähm, und ähm, ja, und die sollen auf einmal in Anführungsstriche einen riesen Respekt davor haben, dass der TSV Wallimdorf kommt und es ab und das äh, Turnier einfach so abräumt. Wobei es mich, mich persönlich, wo ich gar keinen gar kein, also ich habe davor ähm, keine Berührungspunkte mit dem Topaz-Turnier gehabt. Ich habe jetzt auch äh, nur am Rande mitbekommen, dass ihr vorhabt, da das Topaz-Turnier zu spielen. Ich habe meinen Segen gegeben und gesagt: Okay, macht es, warum auch nicht? Ähm, ganz professionell ist das ja sicherlich auch nicht, dass man ein Turnier spielt, dann am, äh, am Abend ein Bundesligaspiel und dann am nächsten Tag, wenn man dann weiterkommt. Ähm, ja. Ja. Da kennst du aber meine Argumentationslage. Ich glaube, mit dem Topaz-Turnier. Hätten wir wahrscheinlich in einem Wochenende mehr eingenommen wie in der gesamten Futsal Bundesliga. Ja, und, das äh, es stimmt. Tut mir leid. Und zum Schluss müssen wir halt auch schauen. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich, im, Endeffekt, im Endeffekt ist es ja schon so, dass der äh, Daniel ja gesagt gehabt hat, dass ich ein bisschen nach, dem, nach den Finanzen schaue und so weiter. Und es hätte sicherlich gut getan. Ich gebe dir dann schon recht. Auch die Reichweite, äh, wenn wir da das Turnier gewonnen hätten, hätten den einen oder anderen Sponsor dazu zu, zu bekommen, für uns da nochmal tätig zu sein. Ja, mich hat das auch ein bisschen irritiert, weil äh, letztes Jahr haben die Spieler alle auch da unten genau, gespielt, hat, unsere und äh, da also hat es gar, nie, gar niemand interessiert. Ähm, und jetzt auf einmal hat es jemand interessiert, aber ich würde jetzt auch da sagen, ja, dann nehmen, wir das, dann nehmen wir das so einfach mal in Kauf, lächeln darüber, stehen darüber und denken, ah, die Bundesliga ist doch. Eine geile Liga. <laughs> <laughs> genau, so nehmen wir es mit. Ähm, ja, ich, 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 ich persönlich, äh, persönlich fand es halt ne, ne, einen Ticken schade, weil äh, jetzt aus dem Bereich Vermarktung. Ähm, äh, was, was, dort in den, was dort in den zwei Tagen und vor allem jetzt am Sonntag am Finaltag an Zuschauer kommen, das ist schon eindrücklich. Und das, 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 sieht man, das sieht man, wenn man es gut anstellt und wenn man sich einen Namen aufbaut, dann kann man auch Leute für den Futsalsport bewegen. Und deswegen ist, glaube ich, auch Stuttgart auch bei Heimspielen, auch der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, immer relativ stark gewesen bisher. Ähm, weil, weil der Sport hier auch durch so ein so, eine, ähm, so ein Turnier einen gewissen Namen hat. Und ich hätte es auch spannend gefunden, weil du eben, ähm, weil du eben bei diesem Topper's cup ähm, doch meiner Meinung nach auch auf sportliche Herausforderungen getroffen wärst. Also ich glaube nicht, dass es so gewesen wäre, dass wir da ähm, einfach durchmarschiert wären, zumal wir auch die Doppelbelastung gehabt hätten mit dem ähm, Spiel gegen Fortuna Düsseldorf noch, aber da, da, da sind viele gute Mannschaften mit dabei und viele gute Einzelspieler mit dabei, ähm, wo es sicherlich Spaß gemacht hätte und eine Herausforderung gewesen wäre. Definitiv, definitiv. Also mich hätte es auch interessiert, in, wie wir da stehen ähm, und es ist auch ein bisschen ein internationaler Vergleich. Also wie weit müssten wir sonst fahren, um uns um sonst mit, äh, dem, mit, der, mit einem serbischen oder bosnischen okay. Team irgendwo zu messen, wo dann schon noch viel tiefer verankert ist die Spielkultur wie ja. bei uns und viel länger schon und die eigentlich auch schon viel weiter sind. Deshalb fand ich den Anreiz auch sehr, sehr hoch und vor allen Dingen zu den KO-Spielen ist die Halle voll. Die ist nachher voll. Das war, das war weswegen ich auch gesagt habe, hey Jungs, macht das. Ähm, Werbung für den eigenen Verein zu machen. Ja. Zu schauen, ob da jemand. Äh, hat, ja mehr wir mehr in unsere Halle bekommen das ist auch für einen deutschen Futsal ganz okay ja wir, wir haben jetzt gestern 200 Zuschauer gehabt äh, haben mal die Schiedsrichter mal eingetragen dachte das wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen aber okay Hab ich jetzt auch gesagt habe ich glaube ich, also ja, ich, ich, ich glaube glaub, ich, ich glaub, das waren schon ein paar mehr aber nichtsdestotrotz ich denke mal so ne, für uns was ich mir da mal so als Ziel ge gesetzt habe, dass wir so Woche für Woche vor 300, 400 Zuschauern dann halt spielen, also so 300, 350 Zuschauer spielen, das müsste normalerweise auch drin sein. Und deswegen wäre so ein Turnier so mitzumachen, weg davon, ob wir, äh, ob wir das gewonnen hätten oder nicht, aber uns präsentieren könnten. Ja, weil die Leute, die gestern in der Halle waren, die waren von unserer Mannschaft wirklich begeistert. Nicht der zweite Hälfte, äh, wo, wir, wo der bisher wo im Vorher gesagt hat, wo wir viel probiert haben, aber in der ersten Hälfte, also äh, am Anfang, ganz am Anfang, wir haben es ja überrollt, so ja. Wie, ich das, äh, wie ich das so mitbekommen habe, wo ich ein bisschen mal zugeschaut habe, ähm, da war da waren wir gigantisch gut. Und äh, wenn man so eine Werbung vor so einem riesen Publikum dann halt noch hätte noch machen können, ich kann mich jetzt nur erinnern, ähm, die äh, MCH Bielefeld hat äh, bei der Bielefeld-Hallenmeisterschaft ja, mitgemacht. mitgemacht. Genau. Auch, mit die, auch mit diesem Hintergrund, äh, den ein oder anderen Zuschauer darauf äh, zu begeistern, mal nach Bielefeld zu kommen, um sich die Spiele anzuschauen. Und äh, da habe ich halt gehofft, dass das so ist. Aber wir wurden ausgeladen. Wir konnten keine Werbung machen. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche trotzdem gegen MCH Bielefeld eine volle Halle haben werden. Genau, und damit wären wir schon beim nächsten Thema eigentlich so ein kurzer, ähm, kurzer Blick in die Zukunft. Ähm, nächste Woche TSV Walmendorf gegen den MCH Futsal-Club Bielefeld. Da kann ich auch sagen, ähm, da wird es auf jeden Fall dann auch wieder einen Livestream geben. Also da kann man sich das Spiel dann auch auf YouTube wieder anschauen, wie gewohnt beim TSV Walmendorf. Ja, ähm, Bielefeld hat sich schwer getan, wenn man auf die Tabelle blickt. Was sagt ihr? Oh, schwer getan, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich schwer getan haben. Also, sie haben sich am Anfang der Saison haben sich schwer getan. Aber das sieht man wahrscheinlich, oder kann vielleicht der Bessem das ein oder andere noch dazu sagen. Ähm, sie haben viele neue Spieler bekommen, auch die ähm, vielleicht bereits gemeinsam ähm, gespielt haben ähm, in Hohenstein. Aber äh, das muss erst mal äh, funktionieren mit den anderen gemeinsam. In der Rückrunde haben sie jetzt von den drei Spielen, die sie gespielt haben, noch keins verloren. Also, ich denke mal, da kommt jetzt äh, schon ein kleiner, ein kleiner äh, Prüfstein auf uns zu. Ähm, und. Äh, wir haben ja auch zwei Spieler, die mal äh, beim MCH gespielt haben und die würden, glaube ich, gern ein Ausrufezeichen setzen und gegen die gewinnen. Aber jetzt nochmal besser. Wie, ja. wie siehst du das? Sehe Weil am Anfang, am ähnlich. Anfang sind sie nicht so richtig in Tritt gekommen. Ja, am Anfang sind sie nicht so gut in Tritt gekommen. Ich meine, sie haben eine fast neue Mannschaft zusammengestellt. Also sie haben viele neue Verpflichtungen gehabt. Ja, sie haben, glaube ich, äh, also Lass mich lügen, fünf, Nation, also fünf deutsche Nationalspieler dazu bekommen ähm, und äh, den einen oder anderen Brasilianer noch dazu. Also das da schon eine halbe, so, so eine, eine halbe Mannschaft ist neu dazugekommen. Ja, die haben einen und, breiten Kader und viel Qualität vor allem Dingen. Also sie, sie haben viel Qualität dazu bekommen, ähm, auch bei Qualität. Das braucht seine Zeit. Es braucht seine Zeit, bis es miteinander funktioniert. Das hat ein bisschen was mit der Trainingsintensität auch zu tun. Wie oft können sie trainieren? Wie intensiv trainieren sie miteinander? Und ein Team muss wachsen. Verschiedene Charaktere müssen zusammenwachsen. Man muss auch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, war Gabriel die ersten Spiele noch gesperrt durch eine rote Karte die im Karte. Endspiel. Und das ist schon ein. Also, wahrscheinlich der Königstransfer. Also, die anderen sind auch klasse, super Spieler. Aber ich glaube, da ist er, Garibaldi. Ähm, ja, und wenn er dann die ersten drei Spiele, glaube ich, gefehlt hat, ähm, ja, da, das hat er ja auch. Ja, ähm, und wie viele Nationalspieler, Michael? Also, Gabriel, Dres, sein Bruder Strickert. Also, wir haben schon Probleme in der Abstellungszeit, einen vernünftigen Trainingsablauf hinzubekommen wo wir unsere Spiele noch weiter reizen und fördern können. Ich will dann nicht wissen, wie es beim MCA aussieht. Und wir haben die Möglichkeit, auf jeden Fall mal fünf, fünf Tage die Woche zu trainieren. Die Uhrzeit ist jetzt natürlich sehr spannend, in der wir trainieren. Ähm weil das leicht eher einer Nachtschicht wie einer Trainingseinheit. Deswegen, aber, deswegen, ja, ich, deswegen ich mein Profitum oder nicht Profitum. <laughs> also ich glaube, ein Profi würde nicht um 21.45 Uhr erstmal anfangen zu trainieren. Nee, da sollte der eigentlich ins Bett gehen. Okay. Aber das wird unser ewiger Diskussionspunkt bleiben hier. <laughs> Sehr wahrscheinlich. Ja, ja, gut, viel zu diskutieren gibt es da eigentlich nicht. Die, 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 die Meinungen sind eigentlich alle ganz klar, aber es gibt halt leider keine Lösung. <laughs> Ja, ja, wir haben keine Unterstützung. Leider. Wir, arbeiten, wir arbeiten an der Lösung. Aber die Frage vom äh, Bessem war ja, wie machen die das? Ja, wie wir. <laughs> wie wir. Kein richtiges Training. Kein richtiges Training. Da fehlen dann halt äh, zwei Drittel der Mannschaft. Äh, bei Bielefeld sind es dann, sage ich jetzt mal, äh, extrem viele deutsche Nationalspieler, die fehlen. Äh, bei uns äh, sind es jetzt dann drei Nationalspieler, deutsche. Wir haben aber auch noch einen kosovarischen. Bosnischen und den Serbischen. Ja, ja, wir haben den einen oder anderen noch dazu. Ähm, und äh, der, ja, der kann, der <laughs> ja, da wird nicht trainiert. da wird nicht trainiert. Also, wir, also, wir, also wir, wir nehmen uns dann. Äh, so Nationalspieler sind ein Lob und ein Segen zugleich. Ähm, wobei ich da schon sagen muss, dass, äh, also gerade jetzt was die fußball Bundesliga anbetrifft und die deutsche Nationalmannschaft anbetrifft, glaube ich dass die Vereine schon die größten Ausbildungszentren sind für diese Nationalmannschaft und sie auch äh, und die Spieler auch darin ähm, fördern und ausbilden. Gut, aber das ist ja in jeder anderen Fall und Aber das, das ist ja jeder andere Sportart ja auch so. Also jetzt Handball jetzt die äh, ist ja die Handball EM äh, äh, ja, das sind immer die Vereine, das sind die Ausbildungszentren. Ähm, ja, das ist wir, halt das ja, Einzige. Ja, wir, also, wir arbeiten daran, da dass die ähm, fit sind oder dass sie Trainingseinheiten bekommen und so weiter und so weiter. Und dann werden sie halt, wenn sie gut sind, werden sie halt äh, vom DFB oder von den anderen Verbänden halt eingeladen. Ich glaube, die werden nicht mal vom DFB für ihre Zeit bezahlt, die nein. sie da verbringen. Oder? Nein. Nein. Also die, die, die rufen die Jungs zehn Tage zu sich nach Hause. Ja. Nach Frankfurt oder ja. sonst wohin ja. und dann offern Sie das mit äh, Urlaub oder unbezahlten Urlaub oder wie funktioniert das, Michael? Ja, gut, das kommt äh, immer darauf an, in welcher Stellung Sie sind äh, Student, Polizist angestellt. Ähm, bei jedem wird es dann anders gehandhabt. Ähm, ich denke mal, dass der, ähm, der Arbeitgeber äh, wird entlohnt dafür. Der Spieler an sich äh, wird dafür nicht entlohnt, dass er noch dazu äh, für die, die Nationalmannschaft spielt. Genau, Sie aber als Arbeitgeber, also als der, wo der... Ähm Amateur- bzw. semi Spieler unterwegs ist und jetzt nicht der Verein als nein, Arbeitgeber. Wir, wir als TSV Wellendorf bekommen ähm, nichts, nein, gar nichts. Genau, aber da, da sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorher gesagt habe, ähm, auch in der Regionalliga Süd. Als Futsalspieler in Deutschland, da musst du mit Herz und Leidenschaft dabei sein, weil, ja. an, weil ansonsten wirst du entweder nicht dabei sein oder du wirst dir nur sehr, sehr schwer, äh, dich nur sehr, sehr schwer dabei tun, weil wie gesagt, das, was die Nationalspieler, du hast ja gerade gesagt, also dafür gibt es jetzt mehr als Länderspieleinsatz oder nach dem 50. oder auch nach dem 52. Spiel dann mal. Ein Trikot oder eine Ehrung, gibt es da, da nicht viel, ähm, was, die, was die Nationalspieler da erwarten können? Ähm, auch nicht nur eine Entschädigung. Ja, ähm, ist also, ist also da muss man schon mit, mit Herzblut dabei sein, muss ich sagen. Und Respekt vor all denen, die das da so mitmachen. Was passiert, wenn der Arbeitgeber da irgendwann mal nicht mitmacht? Oder wie, wie funktioniert das denn dann, dann? Muss er dann einen unbezahlten Urlaub nehmen oder? oder? Ja, gut, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz, äh, ganz hundertprozentig sicher, aber wenn, äh, wenn der Arbeitgeber Nein sagt, dann kann der Spieler immer noch Urlaub nehmen und seinen eigenen Urlaub dazu verwenden, um zu sagen, ich gehe zur, geh zur Nationalmannschaft. Also, okay. er muss ja auch nicht sagen, warum er seinen Urlaub nimmt. Wenn der Arbeitgeber Nein sagt äh, und der Spieler halt auch sagt, ich kann darauf nicht verzichten, auf meinen Urlaub, weil ich. Ja, ich habe meinen Urlaub anderweitig verplant, dann. Familie. Da, dann, ist er, dann ist er nicht dabei. Ja. Dann ist er nicht dabei. Also, das ist. Also, das, ich da einfach Handlungsbedarf. Ja. Ich glaube, da ja, müssen wir schon Daniel, Daniel, was tun und um ja. Anreize schaffen. Also ich glaube, wir reden jetzt nicht von einem, von einem Verband, dem es. Also, die, die kein Geld verdienen. Also, ich glaube, wir reden von einem der reichsten Verbände der Welt. Ich glaube, das, das, glaub, so, glaub, glaub, das war mal so. <laughs> okay. Ich glaube, das war mal so, wenn man es jetzt mal ein bisschen durch die, ähm, ja, was durch die Medien ähm, so steht und was, was man da rausliest, äh, geht es dem Verband im Moment nicht so blendend. Ähm, ja. Und da tut man dann nicht groß das Geld in den breiten Sport investieren, also in den breiten Sport vielleicht schon fußballtechnisch, aber nicht nochmals äh, in, den in Anführungsstrichen Konkurrenz äh, mit dem Futsal. Ja, also ich, ich persönlich finde es halt nur interessant, also ich bin ja auch mit dir, Micha, ähm, bei den Länderspielen mit dabei, weil wir so, also wir alle glaube ich die Grundhaltung haben, dass eine Nationalmannschaft schon etwas Wichtiges auch für die Entwicklung des Sports ist. Ähm, wie dann die Umsetzung aussieht, ist dann immer so ein bisschen die andere Frage, ähm, aber ich, ich finde es halt so ein bisschen hart. Da ist, da ist riesen Riesenaufgebot, da sind hunderte Menschen, die sich drum kümmern, äh, Sicherheitspersonal, da ist eine Lasershow, da ist so viel drumherum, so viel Action. Und die, um die es dann nachher geht, die da nachher dann ähm, diese 2x40 Minuten auf dieser Platte da machen, die kriegen warmen Händedruck dafür. Und da ist halt dann so ein bisschen die Frage, wie setze ich denn das, was ich habe, ein? Meiner Meinung nach. Ja, wir haben uns ja schon öfters darüber diskutiert, äh, auch äh, ohne Mikrofon. Ja, ich, ich, ist ja so, 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 ich bin da so zwie, äh, zwiegespalten. Ähm, natürlich ähm, sollte man, wenn wenn man die Möglichkeit hat, für National, also für eine Nationalmannschaft zu spielen, ähm, für die Nationalmannschaft spielen. Also der äh, Bessem hat ja vorher gesagt gehabt, er war jetzt nicht der begnadete Fußballer äh, ganz früher. Also im Gegensatz zu mir war er Weltklasse. Das äh, muss man da mal so hin. Das heißt, ich will da den, den, ja, den Bogen spannen, um zu sagen, hätte man mich damals auch irgendwie gefragt, hast du die Möglichkeit, da hinzukommen? Das wäre nur ein Jugendturnier oder irgend sowas. Ich wäre da hingelaufen, ja und äh, wir haben uns jetzt auch öfters darüber unterhalten äh, die sind mit herzblut dabei also die die schauen nicht auf jeden cent und auf jeden euro sondern sind stolz drauf für die deutsche nationalmannschaft spielen zu dürfen sind stolz drauf in der hauptrunde jetzt gewesen zu sein ähm, sind stolz drauf äh, im februar gegen spanien spielen zu dürfen aber, aber wir sind halt auch teil des rats also diese ganze Möglichkeit besteht, weil wir die Grundlage auch mit dafür geben. Ja, natürlich, natürlich. Wir sind jetzt wieder da, dass die Vereine, die Vereine dafür gerade stehen, um zu schauen, dass das alles dann halt funktioniert. Dann würde ich vielleicht, um den Themenblock abzuschließen, sagen, hoffentlich bleiben da so viele Leute mit so viel Herzblut bei der Sache, weil sonst <laughs> sieht es bald finster aus. <laughs> ja. und, und, und wird sagen, ähm, dass wir jetzt nur noch einen kurzen Hinweis geben. Ähm, ja, nächste Woche das Heimspiel TSV Weidendorf gegen den MCH Futsal Club Bielefeld am Samstag um 18 Uhr in der Spechtwickhalle oder live auf YouTube. Äh, Stefan Valentin kommentiert dann wieder. Der ist auch schon wieder ganz heiß aufs erste Livestream-Heimspiel dann im Jahr 2024. Da dürfen wir uns auf was freuen. Ansonsten ähm, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir nächste Woche jemanden von der Border League hier mit dazu. Oder vielleicht ähm, kriegen wir noch jemanden hier dazu, der sich dann mit uns so ein bisschen auf die Futsal-Länderspiele dann gegen Spanien konzentriert, die dann auch bald sein werden. Ähm, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen an uns habt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Feedback, dann freuen wir uns, glaube ich, immer, wenn die geäußert werden. Wir haben die Möglichkeiten auf Facebook oder auf Instagram. Da darf man uns gerne kommentieren @tsvweilimdorf beziehungsweise facebook.com/tsvweilimdorf wäre da die richtige Adresse. Und ansonsten habt ihr noch irgendwas? Ich habe eigentlich nichts mehr. Also ich fand es ganz spannend, fürs erste Mal. Finde ich, da sage ich Danke. Ja. Micha, du? Tja, ich tue mich ja immer dann relativ schwierig damit. Ich finde es toll, dass wir uns da über den TSV äh, unterhalten. Ich denke mal, das tut unserem Verein sicherlich auch gut. Äh, wir werden auch das äh, uns nicht hundertprozentig, glaube ich, versteifen, dass wir nur über den Futsal sprechen, sondern ähm, Daniel wird nochmal den Fußball mal vielleicht über die Handballer nochmal sprechen, die uns da zum Beispiel in Bielefeld gut unterstützt, äh, in, in Bielefeld Berlin. in Berlin gut unterstützt haben. Ähm, und äh, wollen euch vielleicht unseren Verein ein bisschen ein bisschen näher bringen, um zu wissen, wie wir dann ticken und so weiter und so weiter. Euch. Beiden, die am Samstag dann da sein sollten, hoffe ich, dass ihr ein gutes Spiel seht. Auf mich dürft ihr verzichten. Ich werde äh, zum Skifahren gehen. Viel Spaß dabei. <laughs> zum Beinbruch. Und dann äh, werden wir uns dann vielleicht am Sonntagabend dann nochmal sehen. Und dann müsst ihr mich dann mir dann berichten, so wie fast jedes Mal, weil die Spiele äh, schaue ich mir meistens erst im Nachgang an, ähm, wie es dann gegen Bielefeld gelaufen ist. Wunderbar. Das heißt, dich sehen wir nicht im Livestream Samstagabend. Mich seht ihr fast nie im Livestream. <laughs> schade, schade. Aber dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß bei dir im Urlaub. Und an alle Hörerinnen und Hörer, habt eine gute Woche. Und dann seht ihr hoffentlich am Samstag TSV Weimdorf gegen MCH Futsal Club Bielefeld im Livestream oder bei uns in der Spechtvikale. Danke, gut. Dir. Ciao, ciao. Ciao, dann.